Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Die Siedler 4. Endlich ist es soweit. Hier ist es, Die Siedler 4. Habe mich drauf gefreut, habe es angeteasert und hier ist es endlich. Ein Spiel, was inzwischen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme 2016 tatsächlich schon 15 Jahre alt ist. Ja, das ist lange, um es mal gelinde gesagt auszudrücken. Ja, Siedler 4, wer Siedler nicht kennt, man hat ein kleines Völkchen, das man ausbauen muss. Man muss sein Reich vergrößern, muss Krieger herstellen, man muss ein ganzes Dorf aufbauen, man muss Minen bauen, Felder anlegen, Bäckerei, Schlachter haben, man muss seine Gegner besiegen, alles Mögliche. Und das hier in der Version von 2001, Siedler 4, eins der beliebtesten Siedler überhaupt. Und genau das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vermutlich Let's Playen. Fangen wir an mit einem neuen Spiel, Einzelspieler. Schwierigkeit machen wir nicht auf hart, weil leicht ist schon gar nicht mal so übel. Einzelspieler, wir fangen an. Ja, nun, fangen wir mit den Römern, mit den Mayas oder mit den Wikingern. Ich tendiere eigentlich zu den Römern, ich mag die nämlich sehr. Denn Wikinger 1 ist tatsächlich ein sehr schweres Spiel. Und auch die Mayas 1. Komm, wir machen einfach jetzt die Römer. Bedrohung aus dem Huch. Norden. In letzter Zeit ist es uns einfach zu gut gegangen. Ohne einen ernstzunehmenden Gegner hat sich unsere Disziplin in Wohlgefallen aufgelöst. So kann und wird es nicht weitergehen. Wie unsere Spione melden, haben die Wikinger eine Kolonie auf dieser Insel gegründet. Die Wikinger sind ein wildes und stolzes Volk. Es besteht kein Zweifel an ihrem Fleiß. Sie haben florierende Minen und aufblühende Farmen errichtet. Wir brauchen mehr Informationen über die Eindringlinge. Wir müssen ihre Schwächen kennen, nicht nur ihre Stärken. Unsere Priester sind beunruhigt. Voller Furcht erzählen sie von einem Traum, der nicht nur einen, sondern alle von ihnen heimgesucht hat. In diesem Traum erschien ihnen die Mutterwölfin vom Strome Tiber, den Kopf gesenkt, mit einem dunklen Grollen in der Kehle. Es ist noch nicht klar, was uns dieser Traum sagen will. Nur so viel steht fest. Wir müssen uns der Bedrohung durch die Wikinger stellen. Ja gut, danke fürs Vorlesen. Hier unten haben wir die Map einmal angezeigt. Dann wollen wir auch mal direkt loslegen, würde ich sagen. Und hier haben wir unser kleines, aber feines Reich. Reich. Ja, und wie wir sehen, haben wir hier in dieser schönen Ansicht ein kleines Dörflein. Wo, ach, das mit Schiff. Also, wenn ich zum Beispiel so mache, bekomme ich meine Militäreinheit angezeigt. Hier, Schwertkämpfer, also das da unten, das interessiert mich nicht. Mich zumindest nicht. Hier haben wir Bogenschützen und so. Die stelle ich jetzt erstmal beiseite allesamt. Sieht toll aus, nicht wahr? Und das ist ein Steinbruch, also Steinmetz eigentlich. Der baut uns die Steinchen ab hier. Fischerhüte, Holzfällerhütte, Sägewerk. Vielleicht bekommt ihr schon so eine kleine Ahnung davon, was das hier eigentlich alles so mal wird. Ja, und da liegen beide Flaschen. Ja, die Auflösung ist halt, ne, Ultra HD 2001, ne? Wurscht. So, wir bauen jetzt mal direkt noch ein Türmchen. Das heißt, wir bauen eins, wir machen mal zwei, damit wir ein bisschen mehr Platz haben in unserem Land. Und also wir haben mit verschiedenen Schaltflächen, da können wir alles Mögliche machen. Und wir bilden auch direkt mal. Achso. 5, achso, haben wir. Spezialisten meine ich. Wir bilden mal 5 Pioniere aus. Pioniere sind ein ganz nettes Völkchen, denn die buddeln sich an den Landesgrenzen, also diese mit dem. Achso. Da. LOL! Ja. Also, Pioniere buddeln sich an Landesgrenzen entlang und vergrößern dadurch unser Land. Ebenfalls tun das Türme, deswegen habe ich sie jetzt auch hingestellt. Und ja. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir ein bisschen vorankommen. Wir müssen eine kleine Grundversorgung aufbauen. Der Holzfäller muss uns ein bisschen Platz schaffen, nach Möglichkeit vor allen Dingen. Ich werde auch hier oben noch, aber ich komme. Ja, seht ihr schon. Die stehen jetzt da und buddeln. Nehmen diese roten Dinger und versetzen sie in wunderschön animierter Grafik. Schmetterling.
Plopp. So, und jetzt nehme ich mal einen mit und der soll schon mal hier oben anfangen. So, wir haben hier das Bötchen. Kann ich mal hier runter schicken, dann fährt das los. Wie das Schiff lenkt, ist realistisch dargestellt, finde ich. Oder nicht? Das ist doch eindeutig realistisch dargestellt. Wem das anders... Der selber schuld, ne? So, und flop. Schon wird mein Landesgrenze größer, ja. So, und hier können wir eigentlich mal beobachten, jetzt gerade am Anfang. Ich gebe mir hier oben noch einen Steinmetz in Auftrag, einen Steinbruch, weil hier oben Steine sind und Steine brauchen wir immer, weil irgendwann sind die Steine halt weg, ne? So, ist immer so toll, die zu beobachten. Oder das Holzfäller, muss ich gerade sagen. Sieht man hier nicht. So, beobachten wir mal unsere kleinen Leutchen hier. Also die Aufnahmen hier werden alle, also ich mache hier nicht alle 10 Minuten Cut, sondern ich mache wahrscheinlich 20 Minuten Videos. Und das heißt, ich mache auch alles hier an einem Stück. Das heißt, ich nehme mehrere Stunden auf und stelle das dann alles nachher zusammen und auseinander und so weiter und so fort. Und das heißt, es gibt nicht immer zu jedem Video einen expliziten Einstieg, sondern eher so einen kleinen abrupten. Zudem wird es aber vermutlich sehr viel Gedanken von mir geben, was ich jetzt machen will, was ich machen muss und so weiter und so fort, anstelle von irgendwelchen konkreten Aussagen. Nur um das einmal so klarzustellen, schon mal im ersten Video hier direkt. Ich würde mich sehr gerne... Nein, ich freue mich über jedes Kommentar, wie immer. Und besonders gerade, weil dieses Jahr Spiel, best Deutsch, weil dieses Spiel nun auch nicht das aktuellste ist. Und deswegen würde ich mich sehr über Feedback von euch freuen, wie ihr das Spiel so findet. So, ich muss mein Handy nicht leiser stellen. Nein, überhaupt nicht. Und jetzt, einen Geologen losschicken. Geologen sind diese lustigen Kerlchen hier. Die gehen mit einem ewig auf den Sack. Nur um das schon mal zu sagen. Und zwar... Ach, da oben laufen sie jetzt. Geologen suchen auf diesem braunen Fleckchen Erde hier. Suchen, also das sind eigentlich so Berge. Suchen die nach Rohstoffen und stellen dann da solche Schildchen hin. Und immer wenn die ein Ding es finden, dann macht sie Pi und es pinkt hier so eine Nachricht, diesem schönen Chatfenster auf, ne? Das kann einen mit der Zeit zu Tode aufregen. Aber egal. Wen stört's mich nicht? So, wir haben ein bisschen Land. Die Musik finde ich vor allem auch richtig geil. So, der soll ja auch schön aufräumen, der Holzfäller. Mal hier oben auch noch ein bisschen. Mal gucken, ich werde hier unten wahrscheinlich auch noch einen Holzfäller hinsetzen. Machen wir mal hier ein. Und ne, Türmchen. Mache ich mal noch hier einen Turm hin, damit es auch ein bisschen größer wird noch. Am Anfang muss er sich erst ein bisschen ausbreiten und Platz schaffen, weil ansonsten kriegst du ja nichts hin, ne? Das ist halt das Schöne, also die brauchen zum Beispiel keine Nahrung. Das brauchen nämlich nur die Minen. So, das heißt, wenn ich eine Mine bauen will, muss ich dann auch zusehen, dass ich Nahrung habe. Ein bisschen was liegt hier rum. Zum Beispiel ein bisschen Fleisch, diese roten Dinger da. Und auch hier haben wir ein paar Brote, Eisen, Hammer, all mögliche Sachen liegen am Anfang schon rum. Ist ja die Fischhütte besetzt. Jo, ist besetzt. Das meine ich. Flupp. Sie hacken ein bisschen, stellen Schilder auf. Das zeigt einer. Guck, es macht Ping und dann steht da ein Geologe hat Kohle gefunden. Wenn man da drauf liegt, kommt man dahin, wo der Geologe ist. Also ich weiß schon, dass hier oben Kohle und Eisen drin ist. Weil ich das ein paar Mal gespielt habe. Aber nur ein paar Mal. Ja, aber so ist die Welt. Wie wir sehen, ist hier oben Land. Woran ich merke, dass die Aufnahme zu Ende ist, relativ simpel. Hier oben steht diese tolle Zahl. Das ist die FPS-Anzahl. Und sobald die... Ja, aus Wort, genau. Es macht Bing
und die Aufnahme war vorbei. Ja, wenn die grün wird, dann nimmt er nämlich nicht mehr auf. Ach, hier haben wir Stein. Ach, habe ich doch geirrt. So, hier kommt ein neuer Holzfäller. Habe ich überhaupt noch eine Axt? Ja, ich habe noch 5 Äxte, das ist ja kein Problem. Kohle, Stein, ganz toll. Da habt ihr ganz toll gemacht, Jungs. So. Holzfäller, Hütte. Das heißt, da kann man theoretisch schon Kohle anbauen. Abbauen, nicht anbauen. Wer Kohle anbauen kann, ist gut. So, sobald es hier ein bisschen Platz ist, sollten wir dann auch nicht lange zögern und direkt mit der Produktion loslegen. Aha, doch Eisen, wusste ich doch. Das wäre dann dieses schöne Schildchen da. Da, das soll wohl Eisenbarren darstellen, glaube ich. Gehe ich mal von aus, also... Wir sollten jetzt, das lasse ich jetzt mal an. Jetzt fangen wir mal an hier, so Getreidefarm und so. Weil eigentlich zentriert sich das in diesem Spiel immer auf einen sehr kleinen Punkt. Heißt hier oben erstmal auch wirklich nur auf dieses kleine Fleckchen Erde begrenzt sich das. Irgendwo letztendlich. Guck, schön weit. Und das letztendlich, ist das dann halt so, dass sich das nur darauf begrenzt ist. Leben ist kein Ponyhof. Ich sollte eventuell bei Zeiten eine Fähre bauen und dann hier oben mich ansiedeln. Da weiß ich immer Bescheid. Oh, nicht wiesen. Ah, zum Glück kann man Mikrofon ausstellen, ey. Meine Fresse. So, jetzt stehen die da oben alle rum, wissen die, was sie machen sollen. Er kommt voran, das ist schön. Eisen, 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 Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. So, im Übrigen diese lustigen Kreise, Punktekreise hier, in der man ranzoomt und so schärfer und unschärfer werden sie zugleich, sind... der Bereich, in dem die jeweiligen Leute arbeiten oder anbauen oder wieso blinkt das? Was halt auch immer. Sehr schön. Die werden jetzt gleich auch automatisch die beiden Pfosten nach da laufen und weiter buddeln. Oh, ich höre. Was machen denn Gegner so gerade landesmäßig? Guck an, wir haben ihn gerade überholt. Ich habe 13% im Map, ich 14%. Also sie haben immer ganz schöne Anzeichen. Wie man sieht, ist mir allerdings weitestgehend voraus. Aber das ist immer so. Der Gegner ist einem irgendwie immer einen Schritt voraus. Ich weiß nicht wie, wieso und warum, aber es ist einfach so. So. Die Getreidefarm läuft. Mühle auch. Dann könnte ich schon mal... Wo ist es? Wasserwerk. Also um Brot herzustellen, ist es echt ziemlich aufwendig. Ich muss... eine Getreidefarm haben, damit Getreide aufgenommen wird. aufgenommen wird. Damit Getreide hergestellt wird. Ne? Bauen wir hier. Dann muss das Getreide zum Mehl verarbeitet werden. Das geschieht in der Mühle. Dann braucht der Bäcker das Mehl zum Backen. Was aus dem Wasser und braucht Wasser aus dem Wasserwerk. Das Wasser kann. Ja, wieso? Wieso soll da ein guter Standort für Eisenminen sein, wenn da viel mehr ist? Ah, guck an. Wir haben das Land der Feinde gefunden. Ist das nicht süß? Guckt euch sie an, wie sie laufen. Klein, fetten. Ja, schön.
Guckt sie euch an, die kleinen fetten Wikinger. Wikinger sind ein bisschen fett, das ist richtig. Das ist vielleicht auch nur ein Vorteil, keine Ahnung. Ist mir auch egal. So, die Getreidefarm ist schon fertig. Die Mühle hat auch alles, was sie braucht. Also, das sind halt immer die Sachen, die man braucht zum Bauen. Ne? Stehen auch hier unten immer. Die Bäckerei fehlte uns jetzt noch. So. Wie sieht das jetzt aus? Mühle. So weit, so gut. Wunderschön. Und blub. Das Rad ist einfach da. Es erscheint einfach. Ja, genau das meine ich mit diesem nervigen Ping, 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 Ping. Da kommt auch schon der Müllersmann. Man könnte es sein, dass wir gar keine Sense haben. Hä, hey, natürlich haben wir eine Sense. Hier muss irgendwo eine Sense sein. Ah, da ist er schon. Ich sollte mal noch ein kleines Wohnhaus bauen, weil irgendwann gehen einem die Siedler aus. So blöd es auch klingt. Und wenn einem die Siedler ausgehen, ja, dann hat man ein Problem. Denn ohne Siedler läuft gar nichts. Weil man braucht Siedler, um die Häuser zu besetzen. Egal, was man gerade macht. Und dementsprechend, wir haben hier schon eine Anzahl, wir haben noch 7 freie Siedler. Das heißt, es wird knapp. Also Eisen mangelt es uns erstmal nicht mehr. Wofür wir das Eisen brauchen, werde ich dann noch später erklären. So. Hä? Was ist jetzt los? So, das Wasserwerk ist fertig. Fehlt nur noch der Wasserwerkrad. Da kommt er auch schon. So, da fehlt noch die Mühle. Und dann ist auch schon... die Mühle ist schon die Bäckerei. Und dann wäre auch schon... Und dann wäre auch schon die Brotversorgung fertig. Dann könnte man auch schon direkt zur Fleischversorgung übergehen. Oder eventuell das Land noch einen Ticken vergrößern. Weißt du, das mache ich jetzt auch. Kommt hier ein Türmchen noch hin und... Nice, da kommt auch eins hin. Ach, Stein, ganz toll. Ich lasse das Bötchen noch rumfahren, damit wir einmal so ein bisschen Bescheid wissen, was hier los ist. Ah, okay. Also hier im Wasser sieht man auch das ab und an. Delfine. Und Fische springen und hier am Rand sehen wir gerade Tiere, Hasen, Wildschweine, alles. Das finde ich so toll an dem Spiel. Diese Liebe im Detail, diese unglaublich... in dieser Grafik einfach, das ist so geil. Ich meine, nicht mal ich bin noch damit groß geworden mit solchen Spielen, ja? Meine Nase ist ein bisschen so, nicht übel nehmen. Die Generation, die eigentlich mit diesem Spiel groß geworden ist, die ist ja inzwischen auch eine ganze Ecke älter geworden. Und wir sind ja mit ganz anderen Spielen eigentlich groß geworden irgendwo. So eher so mit 2006, 2007er, 8er Grafik vielleicht eher noch so. Star Wars Battlefront 2 und... schon World at War, Modern Warfare 2, so Richtung diese Grafik würde ich sagen. Und das hier ist eigentlich eine Grafik, die war von uns damals schon undenkbar geworden. Das klingt komisch, aber es ist so. Hallo. Naja. Könnt ihr euch vielleicht schon gar nicht mehr vorstellen. So, meine Backerei ist auch fertig. Jetzt können wir mal Minen bauen. Und zwar eine Kohlemine und eine Eisenmine. Ach, hier ist doch die Verteilung. Mit dieser Warenverteilung, steht ja auch schön dran, haben wir als erstes mal Kohle. Das müssen wir jetzt verteilen auf die 4 Dinger da. Und da machen wir es jetzt.